Liebe Wattis-Loszuhörer, ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Falls ihr danach noch Fragen zum Thema Schwimmen habt oder einmal mit Trainingsplan trainieren wollt wie ich, schreibt mir einfach eine Mail über meine Website und ich freue mich von euch Schwimmsportbegeisterten zu hören. Liebe Grüße, eure Leonie. In Tokio habe ich zum ersten Mal das Rennen eigentlich selber gesteuert. Ich habe agiert und nicht reagiert. Wir machen sehr, sehr viel an Land auch und dadurch ist die Muskulatur halt so kaputt, dass man überhaupt nicht schnell schwimmen kann. Das musste ich mich auch erstmal umstellen. An einem Punkt habe ich gesagt, okay, ich möchte es nicht mehr, weil das zerstört mich. Ich habe mich zwar mal qualifiziert, okay, aber mir war das nie so wichtig. Dabei sein ist alles. Das habe ich so nie gelebt. Ich glaube, den wichtigsten Punkt, der mir und auch meiner Trainingsgruppe beigebracht hat, ist, auf dem Boden zu bleiben. Ich wünsche mir, dass in Deutschland der Sport viel, viel mehr Anerkennung bekommt und viel, viel mehr auf dem Fernsehen gezeigt wird. Je länger die Strecke wird, kannst du mit Fleiß sehr, sehr viel fehlendes Talent wegmachen. Hi und willkommen zurück beim Wattis-Los-Podcast Nummer 15. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich mich irgendwie, es ist irgendwie ganz strange, ja, sagt man jetzt Hallo, Hi, Willkommen, klingt irgendwie auch strange. Also ich tue mich da so ein bisschen schwer, immer mit der Grußformel. Ja, muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Egal, wir gehen mit großen Schritten auf jeden Fall auf Staffel 2 zu, die im November startet. Und vorab wollte ich ja noch so ein bisschen einen kleinen Ausflug in die Teildisziplin wagen. Und die vorletzte Folge war ja mit Rick Zabel, kam auch sehr, sehr gut an bei euch, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt switchen wir noch so ein bisschen mal das Medium und gehen mal ins Wasser. Und das ist ja bei uns, ich sage jetzt einmal bei uns, also bei den meisten ist es ja so eine Hassliebe. Manchmal ist es auch nur Hass. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Gut, ich sage das immer, aber es ist halt auch wirklich so, dass ich da einfach sehr, sehr dankbar bin, dass sich die Sportlerinnen, Sportler, die das ja eben auch professionell machen und dementsprechend auch sehr, sehr, sehr viel Zeit in das Training und das Ganze drumherum stecken, da sich dann Zeit nehmen, auch für so einen kleinen Podcast-Tiny, der da immer anfragt. Okay, also heute mit Leonie Beck, zweifache Olympionikin, Vize-Weltmeisterin und Europameisterin auf der 10-Kilometer-Distanz. Aber um da hinzukommen, musste sie O-Ton auf jeden Fall das ein oder andere blutige Auge in Kauf nehmen. Und ich wollte von ihr einfach wissen, so was sind ihre Key-Learnings im Freiwasserschwimmen? Dass ja nun mal auch im Triathlon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist und man durchaus auch so ein bisschen trainieren sollte. Aber da natürlich auch mal rausgezoomt, Stichwort das Mindset, wie das professionelle und erfolgreiche Sportlerinnen hier umsetzen. Und ich wollte von Leonie auch noch wissen, welche Vorurteile ihr auch so im Alltag begegnen und was vor allem auch der größte Unterschied in der Trainingsphilosophie zwischen Deutschland und Italien ist, da sie seit einiger Zeit bei einer italienischen Trainingssquad rund um Paltrinieri zum Beispiel auch trainiert und da sich sozusagen jetzt auf Paris 2024 vorbereitet. Also viel Spaß jetzt beim Reinhören und wir hören uns danach nochmal kurz. Leonie, ich hatte dir einen Videogruß geschickt, wo ich ja auch meinte, dass es gar nicht mal so sehr um das Training an sich gehen soll. Ich muss es, glaube ich, ein bisschen relativieren, weil ich dann in der Recherche gemerkt habe, oder mir ist da ein, zwei Artikel sind mir besonders aufgefallen. Da meintest du, dass du der bei den Olympischen Spielen teilgenommen hast letztes Jahr und da furios Fünfte geworden bist. Und da fand ich einen Satz spannend, und zwar meintest du, dass es da dann Klick gemacht hat und du gemerkt hast, wie Freiwasser funktioniert. Und da frage ich mich so, klär uns bitte auf, wie Freiwasser funktioniert, weil alle Triathletinnen und Triathleten wollen das, glaube ich, verstehen. Kann man das irgendwie runterbrechen? Also es ist ja so, dass ich 2016 nach den Olympischen Spielen vom Becken ins Freiwasser gewechselt habe. Und Freiwasser ist eine sehr erfahrungsgeprägte Sportart. Und wenn man jetzt nicht wirklich sehr, sehr talentiert für diese Sportart ist und wirklich weiß, wie verhält man sich in einer großen Gruppe, wie verhält man sich beim Verpflegen zum Beispiel, wenn 30 Leute um eine Boje wollen, dann gibt es auch mal Ellbogen etc., dann gibt es Wellen, es ist ein 2-Stunden-Rennen, Sonne, Kälte, Hitze, also das kommt alles halt dazu. Und wenn man jetzt nicht wirklich sehr, sehr, ja, talentiert für diese Sportart ist, dann ist es sehr schwer am Anfang. Und ich war wirklich nicht talentiert für diese Sportart, deswegen für mich war es sehr schwer am Anfang und ich bin teilweise mit blutenden Augen rausgekommen und weit hinten und keine Ahnung, habe den Anschluss verloren. Und ich musste mich erstmal so ein bisschen reinfinden, also es wurde dann noch besser. Ich habe dann auch noch ein paar Weltcups, kamen dann auch die ersten Medaillen und dann wurde ich auch zweimal Vize-Europameisterin, also das wurde dann schon besser.
Aber trotzdem habe ich während dem Rennen immer sehr, sehr viele Fehler gemacht. Mein Glück war, dass ich eine sehr hohe Grundgeschwindigkeit habe, weil ich also aus dem Becken komme, 800, 1500 Meter Schwimmerin bin oder gewesen bin und dadurch meine Grundgeschwindigkeit sehr hoch ist. Und ich konnte die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, immer mit meiner Geschwindigkeit ausmerzen sozusagen. Aber an irgendeinem Punkt kostet es dann so viel Energie, dass man dann am Ende nicht mehr genug Energie hat, um halt wirklich vorne anzukommen. Und in Tokio habe ich so zum ersten Mal das Rennen eigentlich selber gesteuert. Also ich habe agiert und nicht reagiert während dem Rennen. Also normalerweise bin ich halt immer den Leuten gefolgt, habe halt immer versucht, vorne mitzuschwimmen, in den Top 5 sozusagen, damit ich ja nicht hinten irgendwo bin und dann vorne wieder vorschwimmen muss, sondern ich habe immer versucht, immer vorne zu bleiben. Und in Tokio habe ich zum ersten Mal es geschafft, die Gruppe auseinanderzureißen, beziehungsweise ich habe entschieden, okay, jetzt fange ich an zu schwimmen, also jetzt fange ich an schnell zu schwimmen und erhöhe das Tempo. Und ich glaube, bei den Olympischen Spielen, um sowas zu machen, es machen eigentlich die Frauen und auch die Männer warten damit immer ziemlich lange, weil das Rennen halt ja ein sehr, sehr wichtiges Rennen ist und da möchte man halt nichts riskieren. Und deswegen wartet man da eigentlich ziemlich lange. Und ich habe mir gedacht, so, ich kann jetzt nicht mehr abwarten und schwimme jetzt los. Aber bei mir war es halt ein bisschen zu früh. Also ich bin dann am Ende doch auch gestorben. Aber zum ersten Mal hatte ich während dem ganzen Rennen auch wirklich Spaß und ich habe auch keine Ellbogen oder so abbekommen oder sowas. Und ja, ich habe eigentlich wirklich während dem ganzen Rennen keinen einzigen Fehler gemacht eigentlich, den ich so sage oder wo ich sagen kann, okay, das war jetzt ein großer Fehler, da habe ich Plätze verloren, hier habe ich Plätze verloren, bei der Boje habe ich Plätze verloren, habe ich eigentlich kein einziges Mal gehabt, dieses Gefühl, außer dass ich halt vielleicht ein bisschen zu früh angefangen habe, aber im Endeffekt, ja, es war ein sehr, sehr gutes Rennen und seitdem funktioniert es, glaube ich, auch besser. Okay, da hat es Klick gemacht. Wusstest du vorher schon, dass das Rennen so wird oder hast du das dann erst während des Rennens gemerkt, dass es jetzt so läuft? Diese Olympischen Spiele bin ich komplett entspannt reingegangen. Ich habe mir überhaupt keinen Druck gemacht. Ich habe gesagt, so, diese Olympischen Spiele möchte ich einfach genießen. Es kommt raus, was rauskommt. Wenn ich mein Bestes gebe, bin ich zufrieden und ich kann nicht alles beeinflussen und in Rio war ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Rennen und deswegen solche Olympischen Spiele wollte ich nicht nochmal erleben und deswegen bin ich ganz ohne Druck reingegangen, wollte einfach das Ganze genießen, Spaß haben und genau, so hat es dann auch funktioniert und genauso ist es dann auch geworden und dann wurde es auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Also klar, fünfter Platz, doch, also es ist, fünfter Platz ist sehr, sehr gut, aber natürlich gut. Es haben 2 Sekunden zur Medaille gefehlt, es ist dann jetzt im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen ärgerlich, aber ich möchte mich nicht beschweren, weil ich bin wirklich zufrieden mit dem Rennen und deswegen möchte ich auch nicht schlecht reden oder so. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr ja dann auch von solchen Rennen dann immer Analysen macht. Einfach wie was gelaufen ist. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Form von Tracking? Hast du eine Uhr oder ist das dann nur. Also wir haben ja so einen Zeitbogen, durch den wir schwimmen. Ja. Und ich glaube, bei Olympia waren es 2 Zeitbogen, also bei der Hälfte von der Runde und beim Ziel, wo man immer durchschwimmt. Aber im Freiwasser ist schwierig, zeitlich zu analysieren, weil die Strecken vielleicht nicht ganz hundertprozentig 10 Kilometer sind, sondern ist sie mal ein paar Meter oder ein paar Zentimeter. Das macht ja alles einen großen Unterschied. Und deswegen, es geht nicht so sehr um die Zeit, es geht eigentlich eher darum, wie man sich während dem Schwimmen verhält. Wie viel Energie man spart, wie man sich verhält, wenn irgendwelche Zweikämpfe kommen, wie man sich beim Feeding clever anstellt, wie man clever um die Boje schwimmt und sowas eigentlich eher. Und da gab es Videos, die ich gesehen habe, wo ich mir dachte, uiuiui, was machst du da eigentlich? Und sowas ist es dann halt. Ja. Dann warst du ja sozusagen eigentlich ja die stärkere Schwimmerin, oder? Kann man das so erstmal runterbrechen, so von der Pace her? Es sind Olympische Spiele, jede Schwimmerin da von diesem Feld ist sehr, sehr stark. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die beste Schwimmerin bin, auf keinen Fall. Da eine Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Olympiamedaillengewinnerin. Teilweise haben die Mädels auch eine bessere Bestzeit als ich in 1500 und 800 Meter und deswegen, also ich war mit Sicherheit nicht die beste Schwimmerin dort, aber wenn ich eine Medaille gewonnen hätte, wäre es eine Überraschung gewesen. Ja. Und kann man das denn, also das ist, glaube ich, immer ganz schwer zu sagen, aber
Kann man das dann noch gerade so in der Retrospektive dann runterbrechen, welche Fehler du dann nicht mehr gemacht hast? Wenn man jetzt, also klar, mit dem Feeding, okay, das ist im Triathlon jetzt nicht unbedingt so der Fall, dass wir da dann zwischendurch was snackt so, aber ich könnte mir vorstellen, gerade so zum Anfang, also ich glaube, so der Anfang ist ja bestimmt so der Start, dann irgendwie das Boy ins Spiel und so die Positionierung so. Vielleicht kannst du dazu irgendwie sowas sagen, dass man mal so, weil ich, also nur um dir ein Gefühl zu geben, versuche ich so ein bisschen auch was so mitzunehmen für die Swim by Run Anhänger hier. Da ist ja die erste Disziplin meistens immer eher so ein bisschen die Hassliebe oder manchmal nur Hass. dass man da vielleicht irgendwie so ein bisschen was sich abguckt. So. Deshalb dachte ich so vielleicht so auf die Punkte eingegangen. Was kannst du denn dazu sagen? Also, wo man sehr, sehr viel Plätze auch gut machen kann, ist zum Beispiel um Bojen schwimmen. Wenn 20 Leute gleichzeitig um eine Boje gehen, kannst du als Erster wieder rumkommen oder als Letzter. Also, du kannst 20 Plätze verlieren bei einer Boje. Und wenn man sich da clever anstellt, zum Beispiel, gut, es kommt darauf an, ob man es auch wirklich sieht, ob das klares Wasser ist, kann man ein bisschen um die Boje tauchen, also natürlich um das Seil, aber man kann ein bisschen abtauchen, damit man ein bisschen unter die Leute geht. Man muss es so ein bisschen ausfuchsen. Und in Tokio war es so, dass ich eigentlich von der ersten Runde vorne war. Ich war mit einer noch nebendran, die erste Runde, und vorne ist natürlich nicht so viel Gedränge. Also wenn man die Kräfte dazu hat und die Fähigkeit dazu hat, vorne zu schwimmen, vorne ist immer weniger Gedränge als hinten in der Masse. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn es so pyramidenmäßig nach hinten geht, wenn du 4 Leute neben dir hast, ist natürlich schwieriger zu schwimmen, als wenn du vorne alleine schwimmst. Aber natürlich kostet es auch mehr Energie, wenn man vorne alleine schwimmt, beziehungsweise wenn man keinen Sog hat. Aber bei mir war es dann an irgendeinem Punkt so, dass ich besser schwimmen konnte und es weniger Energie gekostet hat, wenn ich frei alleine schwimmen kann, anstatt wenn ich in irgendeinem Gedränge bin und wir uns gegenseitig das Wasser wegziehen und uns bekämpfen. Das kostet viel mehr Energie, als wenn ich alleine schwimmen kann. Und das Tempo ist dann nicht so hoch eigentlich. Und man trainiert es ja auch, dass es weniger Energie kostet, alleine in Ruhe zu schwimmen, anstatt in einem Feld mit der Masse und da zu kämpfen. Ja, das ist interessant, weil dann muss man ja wirklich dann wahrscheinlich wirklich im Einzelfall oder im Rennen gucken, weil man sagt ja dann nicht, also so zum Beispiel mit dem Wasserschatten, nicht? Da gibt es ja auch so ein, zwei Ansatzpunkte, wo man da, wenn man jetzt vielleicht nicht so ein starker Schwimmer, Schwimmerin ist, wo man da schwimmen sollte. Aber das ist dann auch wieder, wie du sagst, muss man halt gucken. Es kann aber auch sein, dass man sich dann gleichzeitig das Wasser wegnimmt. Also kann ein Vor- oder auch Nachteil sein, eigentlich nicht so, dass in der Gruppe schwimmen dann. Genau, also wenn man weiß, der neben mir ist langsamer als ich, dann sollte man weggehen von ihm, weil dann profitiert er von dir. Und wenn ich aber weiß, okay, ich bin jetzt langsamer als der neben mir, dann kann man ihn natürlich auch ein bisschen auf der Hüfte schwimmen, also natürlich nicht auf ihn drauf, aber ein bisschen das Wasser wegziehen und ihn sozusagen langsamer machen. oder wenn der schneller ist als du und du nicht kämpfen willst, weil ihr gerade alleine zusammen seid, dann gehst du in die Füße von ihm und er schwimmst in seinem Sog oder in ihrem Sog. Und dann ist es wie sozusagen wie ein Taxi, also oder ein Aufzug, keine Ahnung. man muss danach das Taxigeld aber auch bezahlen. Nein, aber es ist ja, also das ist die Sportart, dass man tatsächlich auch im Sog schwimmt und ist ja jetzt nichts Verbotenes, aber ja, man muss halt sich selber auch ein bisschen richtig einschätzen können und wenn man weiß, okay, ich bin schneller, dann weg von ihm, weil sonst profitiert er von dir und du profitierst nicht, weil er dir das Wasser oder sie dir das Wasser wegzieht. Und das mit dem, du hast das so schön beschrieben, mit dem Blut in den Augen, ja, das ist natürlich klar, irgendwie mit eingepreist, wenn man da die Disziplinen wechselt. Aber ich meine, wie lang ging das eigentlich? Und es war doch bestimmt auch hart, oder? Dass du wahrscheinlich nicht nur 1, 2, 3 Rennen, sondern eher wahrscheinlich eine ganze Saison. Oder wie lange ging dieses Spiel sozusagen dann? Also erstmal muss ich sagen, dass ich eigentlich auch selber schuld bin, weil ich mit Schwedenbrille schwimme. Also das ist nur Plastik ohne Gummi. Und das ist natürlich ein bisschen härter, wenn du eins auf die Brille bekommst, also ist auch ein bisschen gefährlich, aber ich schwimme halt immer mit der Brille, deswegen mir passt halt keine, oder ich schwimme halt immer mit der, deswegen schwimme ich auch mit der im Freiwasser, aber es hat ja schon so ein Jahr, beziehungsweise ein Jahr von Rennen gedauert, ich habe aber schon nach 3, 4 Weltcups, dann bin ich schon weiter vorne angekommen, weil ich halt auch sehr gut trainiert war und eben sehr schnell war und die Fehler dann irgendwann ausmerzen konnte und halt mit meiner Geschwindigkeit die Fehler und die Plätze, die ich verloren habe, halt wieder aufgeholt habe und dann halt vorne war.
Jetzt habe ich eigentlich eine bisschen andere Technik, dass ich eigentlich am Anfang so viel Energie wie möglich spare und eigentlich eher weiter hinten schwimme und dann irgendwann entscheide, nach vorne zu gehen und dann halt aufzuholen und dann durchzuziehen. Also das hat sich so ein bisschen geändert eigentlich die letzten Rennen und die letzten Jahre, beziehungsweise dieses Jahr. Was mich auch natürlich in den Rennen interessieren würde, was wir auch nochmal aufrollen müssen, warum kam denn eigentlich der Schritt zum Freiwasser? Also Freiwasser ist ja schon nochmal die Nische vom Schwimmen sozusagen, ne? Könnte man ja, glaube ich, sagen, oder? Oder ist es auch so ein großer Sport in der Schwimmnische? Nee, aber ich glaube, mittlerweile ist es schon ein bisschen größer geworden. Also dadurch, dass sehr viele Beckenschwimmer jetzt auch Freiwasser machen, ist es schon ganz populär geworden eigentlich und wir haben eigentlich auch schon viel Aufmerksamkeit jetzt die letzten Jahre bekommen. Ja. Aber ja, also es sind ja teilweise auch als Olympiasieger vom Becken schwimmen jetzt Freiwasser und also ist schon eine interessante Sportart mittlerweile, würde ich sagen. Also klar, es ist als Laie schwierig, eine 2 Stunden Sportart anzuschauen oder 2 Stunden Schwimmen anzuschauen, wenn die Kameraführung dann vielleicht auch noch schlecht ist und man überhaupt nichts versteht, wer es wäre. Also man muss sich, glaube ich, schon ein bisschen auskennen. Aber an sich, ja, wird Freiwasser genauso anerkannt wie Beckenschwimmen mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Es ist eine olympische Disziplin und also es ist, glaube ich, gar keine Nische mehr in dem Sinn. Und warum ich gewechselt habe? Also ich hatte das Glück, dass ich in meinen Jugendjahren schon sehr erfolgreich bin. Jugend-Europameisterin geworden mehrere Male und habe mich immer qualifiziert für die WM, EM, Olympische Spiele. Also ich habe diesen Sprung in die Erwachsenenklasse direkt geschafft. Ich habe mich immer qualifiziert, aber habe nie an dem Höhepunkt dann meine Bestleistung erbracht. Also ich bin nie Bestzeit geschoben bei einer EM, WM oder auch bei Olympischen Spielen. Da war ich auch noch krank, das war eine Katastrophe dort. Ich weiß nicht warum, ich habe es aber nie geschafft. Und dann an einem Punkt habe ich gesagt, okay, ich möchte es nicht mehr, weil das zerstört mich. Ich trainiere das ganze Jahr dafür, dass ich da nicht zufrieden bin am Höhepunkt, am wichtigsten Wettkampf. Ich habe mich zwar mal qualifiziert, okay, aber mir war das nie so wichtig. Dabei sein ist alles, das ja, das habe ich so nie gelebt. Ich wollte auch zufrieden sein mit meinem Wettkampfergebnis und ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich eine Medaille gewinne oder so. So weit war ich nicht, aber ich hatte auch Finalteilnahmen, aber ich wollte ja wenigstens Bestzeit schwimmen und zufrieden sein mit dem Wettkampf. Und das war ich nie. Und dann habe ich an einem Punkt gesagt, okay, stopp. Und Rio war ganz, ganz schlimm und habe ich gesagt, das zerstört mich. Möchte ich nicht mehr machen. Und es gibt jetzt 2 Optionen. Entweder ich höre auf oder ich schnupper mal ins Freiwasser rein. Und dadurch, dass wir Bundesstützpunkt Freiwasser sind und mit dem Thomas Lutz einen 12-fachen Weltmeister im Freiwasser haben, war es klar, dass ich früher oder später mal reinschnupper ins Freiwasser. Und ja, dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, Tokio 2020 zu erreichen. Und wir haben gesagt, ich habe 4 Jahre Zeit, in diese Sportart reinzukommen und durch Rennen Erfahrung zu sammeln. Und genau, dann haben wir angefangen. Am Anfang lief es wirklich nicht gut, aber ich habe dich aufgegeben und dann immer weitergemacht, immer gesagt, komm, woher soll ich es wissen am Anfang? Also irgendwann muss ja mal anfangen und natürlich läuft es, also wäre ein Wunder gewesen, wenn es von Anfang an gut läuft und deswegen, ja, bin ich dann dabei geblieben und bin dann immer besser geworden. Ja, und jetzt Obermeisterin Gold mit der Staffel läuft auf jeden Fall. Also. Ja, ich habe mich nämlich gefragt, es ist spannend tatsächlich, ob das so ein proaktiver oder eher ein passiver Schritt war. Und in dem Fall war es ja wirklich ein aktiver, weil man hätte ja auch, also ich habe mich halt gefragt, ob es eher so die andere Entscheidung war. Beim Triathlon gibt es ja auch so Kurz-Langdistanz und irgendwann merkt man halt, ja, man hat vielleicht nicht so diese ganz hohe V2 Max oder Geschwindigkeit und muss quasi auf die Langdistanz gehen. Und aber bei dir war es ja jetzt hier nicht so, dass du gesagt hast, so mir fehlt einfach so einfach das Talent jetzt im Schwimmen, ich muss jetzt auf die längere Distanz gehen, sondern eher so das Mentale, was ja auch ganz, ganz großer Punkt ist einfach, nicht? Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich schlecht war. Ich hab mich ja qualifiziert für Olympische Spiele, ich habe mich qualifiziert für Weltmeisterschaften. Gut, für eine Medaille hat es nicht gereicht, niemals im Becken, also bei der Erwachsenenklasse jetzt, aber ich war jetzt nicht schlecht, also ich war Top 10 der Welt und wenn du aber an einen Punkt kommst, wo es dich dann wirklich mental irgendwie zerstört, dann ist es auch nicht mehr gut und ja, es ist dann eine Abwärtsspirale eigentlich und es wird dann auch irgendwann schlechter. Ich muss dazu sagen, das war auch irgendwann die Phase, also mit der Pubertät ist es sehr, sehr schwierig. Bei Frauen dauert es vielleicht ein bisschen länger als bei Männern, aber jeder hat so eine Phase, so 2, 3 Jahre im Sport, da hören auch die meisten auf, weil die Leistung stagniert.
Warum, weshalb, weswegen, weiß man nicht genau. Vielleicht, viele sagen Pubertät, es kommen neue Dinge dazu, die du interessant findest. Sport ist vielleicht gar nicht mehr so cool und keine Ahnung. Und diese Phase muss man aber durchstehen. Und wenn man die Phase durchsteht und weiterhin im Leistungssport bleibt, danach kommen die Erfolge. Viele hören eben in dieser Phase aus, weil sie denken, für was mache ich das eigentlich noch, wenn ich mich überhaupt nicht verbessere. Und ja, bei mir war die Phase sehr, sehr lang. Also ich hatte eine sehr, sehr, sehr lange Durchstrecke. Ich habe mich trotzdem noch qualifiziert. Also es hat noch gereicht für WM und so weiter. Aber trotzdem war ich halt nicht zufrieden mit den Rennen dann im Endeffekt. Und habe ich irgendwann gesagt, das möchte ich so nicht mehr, ja. Ja, wenn du das so beschreibst mit dem, dass du eigentlich ja ziemlich gut warst, aber dann halt also auf dem Peak beim Wettkampf das nicht so ganz geklappt hat. Also vom Außen betrachtet, ich gucke gerne Schwimmwettkämpfe und wird ja auch immer mehr übertragen jetzt in den letzten Jahren. Und da war dann auch oft so, dass halt so diese Medaillen irgendwie bei den deutschen Schwimmerinnen schimmern, dass es da irgendwie nicht so klappt, so nicht. Jetzt natürlich mal, muss man aufpassen, was man sagt, so dass man das so verallgemeinert, aber das ist ja schon so eine Tendenz immer zu erkennen. Und was würdest denn du sagen? Du bist ja dann voll drin, so ist es da, also das kann ja dann eigentlich nur die Kopfsache sein, oder? Das ist dann eigentlich, also die Leistung ist da, aber man kann sie nicht abrufen, oder? Ja, also bei einer Weltmeisterschaft, meine Bestzeiten hätten jetzt auch nicht für eine Medaille gereicht. Also mit Katie Ledecky und sowas, das war jetzt, also ist niemand das Level Katie Ledecky, aber wenn ich Bestzeit geschommen wäre, ein paar Sekunden, hätte das auch eigentlich nicht für eine Medaille gereicht. Also man muss dann schon schauen, wenn die Bestzeit im Medaillenniveau ist, dann ist es was anderes, aber meine Bestzeit war jetzt nicht im Medaillenniveau. Also meine Bestzeit war Finalniveau, ich bin zum Beispiel zweimal Neunte geworden 2015 bei der WM, also habe zweimal knapp das Finale verpasst in 800 und 1500, aber selbst da bin ich halt auch keine Bestzeit geschwommen. Wenn ich Bestzeit geschwommen wäre, hätte ich Finalplatzierung erreicht, aber bin ich halt nicht. Und das ist dann halt irgendwann ärgerlich und deswegen, ich weiß es nicht, ich bin lange aus dem Beckenschwimmen raus eigentlich, also im Freiwasser, wir holen die Medaillen. Wir sind eigentlich ganz gut dabei, aber im Beckenschwimmen bin ich jetzt eigentlich wirklich nicht mehr so drinnen. Ich bin jetzt bei der EM im Becken noch einmal geschwommen, weil ich dachte, Rom, das Becken ist cool draußen, wollte die Atmosphäre ein bisschen genießen, aber auch nur zum Spaß, weil ich mich sowieso qualifiziert habe. Dann dachte ich, warum nicht, bin eh schon da. Und ansonsten bin ich aber jetzt wirklich 6 Jahre lang aus dem Beckensport eigentlich raus, mehr oder weniger. Und bist du dann in der Übergangszeit, wo du gerade so diese schwere Phase beschrieben hast, hast du damals schon bei Thomas Lotz dann? Nee, das war ja noch Beckenschwimmen sozusagen, nicht? Ja, ich war immer beim selben Trainer. Also wir, ach so, okay. 1500 und 800 und Freiwasser, wir trainieren eigentlich fast das Gleiche, vielleicht ein bisschen mehr im Freiwasser und für Freiwasser versuchen wir dann auch ab und zu ins Meer zu gehen, aber eigentlich mehr oder weniger trainiert man das Gleiche und man trainiert ja auch im Becken. Also die Grundlagen werden ja alle im Becken gesetzt. Ah, okay, komme ich auch nochmal später zu, aber ich habe mich nämlich auch gefragt bei Thomas, er hat ja auch ein Buch, auf der Erfolgswelle schwimmen und der Untertitel, ich habe es mir hier aufgeschrieben, was junge Menschen wissen müssen, um erfolgreich zu werden. Wahrscheinlich war das ja auch dann prädestiniert, nicht so für dich, dass auch gerade so dieses Mentale, kann ich mir vorstellen, da sehr, sehr wichtig war. Kann man da irgendwie sowas skizzieren, so an Learnings, oder ist es eher so ein diffuses Sache, was man über die Jahre wahrscheinlich dann mitbekommt, wie viel Mentales hat er so ins Training reingebracht? Also der Thomas war ein sehr, sehr und ist immer noch ein sehr, sehr großes Vorbild. Ich glaube, den wichtigsten Punkt, der er mir und auch meiner Trainingsgruppe beigebracht hat, ist, auf dem Boden zu bleiben. Nicht abzuheben, egal wie erfolgreich du bist. Und er war 12-facher Weltmeister und war wirklich alles, aber nicht abgehoben. Und das ist so, was wir eigentlich mit auf den Weg bekommen haben, dass man so eigentlich erfolgreich wird, beziehungsweise es gibt viele Wege, denke ich, erfolgreich zu werden, aber das ist so eigentlich das Wichtigste, was wir gelernt haben. Und das war auch sehr, sehr cool mitzusehen und ich durfte ja auch 2-3 Jahre, bis er dann aufgehört hat, durfte ich ja noch mit ihm trainieren und er war immer sehr, sehr fleißig. Und die zweite Sache, die er eigentlich mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass man fehlendes Talent mit vieler harter Arbeit wegmachen kann. Und auch je länger die Strecke wird, kannst du mit Fleiß sehr, sehr viel fehlendes Talent wegmachen. Und natürlich ist man irgendwo auch limitiert, aber
Es gibt auch Sportler, die sind sehr, sehr talentiert, aber trainieren halt nicht so gut und dann ist man irgendwann auch auf dem gleichen Niveau. Und es gibt auch viele Schwimmer zum Beispiel, die sind sehr, sehr talentiert, aber haben halt irgendwie keine Lust zu trainieren. Und das ist dann schade mit anzusehen, weil man sich denkt, boah, wenn die gut trainieren könnten oder gut trainieren würden zum Beispiel, was würden die erfolgreich sein? Sowas bekommt man halt auch über die Jahre mit. Aber das ist halt die Sache, vor allem auch im Freiwasser und auf langen Strecken. Man kann sehr, sehr viel mit Fleiß gut machen. Ja, okay, da muss ich schmunzeln, weil ich hatte nämlich die Tage mit dem Jan Wolfgarten gequatscht. Schöne Grüße übrigens auch an dich. Schöne Grüße zurück. Ja, so richtig aus. Wir hatten damals ja auch Schwimmseminare mit dem Thomas tatsächlich gemacht. Die Anekdote hat er ja auch mal erzählt, dass Thomas halt jemand war, der irgendwie über Jahre, also gefühlt nie gefehlt hat. Und selbst wenn er irgendwie, weiß ich nicht, Migräne ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber extrem ihm es schlecht ging, er kam trotzdem ins Training. Ja. Und das, wie du gerade beschrieben hast, so dieses Fleißding und darüber das wettzumachen, ja. Ja, kann ich bestätigen. Also der Thomas hat keinen einzigen Tag gefehlt und auch Sonntag, wo wir eigentlich frei haben, ist er dann zum Beispiel noch laufen gegangen oder so. Also, okay. Wo ich mir dachte, nee, Sonntag ist mein freier Tag, den brauche ich auch zum Ausruhen. Ja. Aber ja. Im Endeffekt haben wir das dann auch übernommen und haben auch sehr, sehr viel trainiert. Also so ist es nicht. Ja. Was mich auch mal sehr interessieren würde, so Stichwort Schwimmen und so Vorurteile oder so, was dir so begegnet. Ich bringe immer so gerne so ein bisschen so diese Situation. Also du bist jetzt so auf einer Party und du kennst jetzt vielleicht gar nicht so viel und die kennen dich auch nicht. Und dann kommt ja oft so die Frage, ja, was machst denn du so? Das ist dann meistens immer auf den Beruf bezogen. Was sagst du da eigentlich? Also wenn man sich gar nicht kennt, dann sage ich zum Beispiel, ich studiere Medienkommunikation und ich bin Schwimmerin. Und dann kommt man ins Gespräch. Aber das Ding ist, ich habe leider nicht so viel Zeit, um rauszugehen und leider, und neue Leute kennenzulernen, zu feiern, wie vielleicht viele, viele andere. Dafür fehlt einfach die Zeit und leider auch Energie. Aber wenn solche Situationen sind, dann ja, sage ich, ich bin Schwimmerin und studiere Medienkommunikation, beziehungsweise bin jetzt fertig. Ja, das ist auch gar nicht so auf dieses Party-Ding oder irgendwie, dass man auf was verzichten muss. Das ist da gar nicht so gemeint. Aber wenn man halt dann doch so mit Leuten Kontakt hat und die erfahren das dann, und dann ist es halt so, oder da habe ich mich jetzt zum Beispiel gefragt, wie dann erstmal die Reaktion ist. Das ist ja auch immer spannend. Und dann gibt es noch so eine Anschlussfrage meistens, wenn dann das Interesse da ist, so, ja, was, wie bist du Schwimmerin, machst du das professionell etc. Um da auch nochmal so die Anekdote zu erzählen, im Triathlon ist es ja so, wenn man Ironman macht, dann kriegt man so die Props halt, nicht? Oder beim also sonst nicht, ja. Sonst denkt man sich so, okay, ist halt nur Triathlon. So, dann beim Radsport hatte ich vor kurzem den Rick Zabel zu Gast und der hat das auch so beschrieben, als er dann die Tour de France endlich dann, also dass er teilgenommen hat, dann hat er da auch wieder so, ja, also die Anerkennung bekommen von seinem Gegenüber in den Gesprächen. Hast du da auch so einen Effekt festgestellt, als du dann bei den Olympischen Spielen irgendwie teilgenommen hast? So? War da mal so eine Situation dabei, wo du gemerkt hast, ach, das ist interessant irgendwie so? Keine Ahnung, also wenn die Leute fragen und ich sage, ja, ich bin Schwimmerin und dann sagen sie, echt, machst du es professionell? Und dann sage ich es halt so, ja. Und dann, bist du auch bei Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen? Und dann sage ich halt, ja. Und dann kommen halt Fragen, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, hey, ich bin hier und ich bin die und die. Also so bin ich nicht und so möchte ich auch nicht sein. Deswegen bin da vielleicht auch ein bisschen zurücknehmend, aber ja. Also ich kann ja darauf antworten. Wenn mich jemand fragt, ob ich bei Weltmeisterschaften teilnehme, sage ich ja, weil es ist halt einfach so. Aber im Prinzip ist es auch mein Job. Also es ist ein Fulltime-Job und es ist halt einfach das, auch was ich mache. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, nee, es war auch eher so gemeint, nicht, dass es eher so interessant ist, so das Gegenüber, so die Reaktion zu merken. Das macht es ja auch sympathisch, wenn man da jetzt nicht so an die große Glocke hängt, wer man ist und was man alles so Tolles macht. Aber dass man schon, ich merke es ja selber, also man merkt es selber im Kleindasein als Altersklassenathlet so, dass man einfach merkt, dass der andere dann das irgendwie wertschätzt oder nicht, wenn da so bestimmte Wörter quasi so im Spielraum sind. Das meinte ich einfach so dabei. Doch, also es ist dann schon eine Wertschätzung da und dann finden die Leute das natürlich auch cool irgendwo und fragen und wow, echt? Und freue ich mich natürlich auch, weil
es ist halt auch sehr, sehr zeitaufwendig und sehr aufwendig und mein ganzes Leben ist aufgebaut davon und deswegen ist es natürlich schon schön, dass man dann nochmal Anerkennung dafür bekommt, beziehungsweise wenn auch neue Leute das cool finden, was man macht und ja, ist schon ganz cool. Aber ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, finde ich scheiße oder so. Also sowas kam jetzt noch nie zum Glück. Ja, ja. Zum Glück kam noch nie. Und gibt es so irgendwie Vorurteile, die dir begegnen? So als also Schwimmerin? Nee, also ich werde oft gefragt, ich bin ziemlich groß und habe halt auch ein bisschen wahrscheinlich ein breiteres Kreuz als normale Frauen. Und dann fragen mich viele, ob ich Basketballerin bin oder Volleyballerin oder halt, ob ich Sport mache. Und dann sage ich, ja, ich bin Schwimmerin. Und dann, ah, okay, ich hätte getippt auf Basketball oder so. Und ich so, okay. Nee. Ja, nee, aber ansonsten Vorurteile, nee. Manche sagen Kacheln zählen oder so, aber ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Kacheln gezählt. ja, ich auch nicht. Ja, aber ansonsten, nee, Vorurteile eigentlich nicht, nee. Die Radsportler, da ist es ja immer so, ein bisschen lustig gemeint, so, die belächeln ja oft die Triathleten halt so, dass sie nicht richtig Rad fahren können und überhaupt halt auf dem Rad so. Ist es beim Schwimmen auch so, dass man so ein bisschen so, du bist ja dann oft auf dem Becken einfach und siehst wahrscheinlich auch ein paar Triathleten mit ihren 10.000 Tools am Rand, die sie vielleicht gar nicht bräuchten, ist da auch so ein bisschen, dass man so ein bisschen so spaßig darüber ein bisschen schmunzelt oder hat man da gar keinen Blick für? Ich finde, jeder soll machen, was er möchte, was er gerne macht und ich würde mich niemals über jemanden lustig machen oder so. Deswegen, also wenn es jetzt nicht gerade ein Freund ist und uns wirklich witzig ist, aber wenn ich jemanden nicht kenne, dann, also ich verurteile oder vorverurteile niemanden und deswegen, jeder soll machen, was er möchte und ich mache mich nicht lustig, wenn jemand Triathlon macht, also ganz im Gegenteil. Ich finde es toll, wenn Leute Sport treiben und ich finde es gut, wenn viele Menschen schwimmen. Ich würde mir wünschen, es würden viel, viel mehr schwimmen sozusagen und alle Sportarten cool. Und ich bekomme jetzt auch, weil ich doch mehr Leute jetzt kennenlerne und keine Ahnung, auf Events und auch andere Sportarten. Und es gibt so viele coole Sportarten, also wirklich, es gibt so coole Sportarten, die aber überhaupt nicht übertragen werden. Und man weiß davon, also man bekommt damit auch als Laie bekommt man davon gar nichts mit. Das ist, also keine Ahnung, ich habe jetzt eine von Taekwondo mitbekommen und dann waren wir zum Beispiel beim Sporthilfeclub der Besten, war ich vor 2 Wochen und dann waren wir im Kraftraum und da war 2 Bobfahrer, Taekwondo, Turmspringen und noch irgendwas und jeder hat komplett andere Übungen im Kraftraum gemacht und ich weiß halt so, was meine Übungen sind und was ich für Schwimmen mache und jeder hat und dann habe ich festgestellt, jeder macht halt komplett was anderes. Also ich weiß nicht, ob das auch für Laien interessant ist, ich weiß halt von meiner Sportart und dann habe ich halt von anderen Sportarten so ein bisschen was mitbekommen, zum Beispiel auch Stabhochspringerin habe ich eine kennengelernt und es ist so interessant, also für mich, keine Ahnung, ob es für andere auch interessant ist, aber sie hat dann erzählt von den Stablängen und sowas und die Technik und keine Ahnung, wie man das trainiert. Und also ich fand das richtig interessant und ich finde es richtig cool und ich finde eigentlich, oder ich wünsche mir, dass in Deutschland der Sport und alle Sportarten viel, viel mehr Anerkennung bekommen und viel, viel mehr auf dem Fernsehen gezeigt werden, weil es echt coole Sportarten sind und gibt. Voll, ja. Es ist ja schon so ein bisschen im Kommen, nicht? Habe ich das Gefühl, mit diesen Europa-Championships hier, die jetzt hier auch wieder dieses Jahr waren, wo ja echt viel übertragen wird, wurde. Ich bin auch so ein Typ, der alles guckt oder vieles auf einmal guckt, weil er noch nie gekannt, so wie du auch noch nie gehört hat von. Dann erzähl doch mal, du bist ja jetzt dann auch nach Italien geswitcht. Das war übrigens auch die Frage von Jan, der würde sehr, sehr gerne mal wissen, wie ihr eigentlich da trainiert. Wie trainieren die Italiener? Also was ist der Unterschied auch vielleicht zu Deutschland? Ja, also ich kann es zu, was ich gewohnt war daheim, den Unterschied sagen. Es ist eigentlich schon ziemlich unterschiedlich. Daheim haben wir mehr Wert auf Schwimmtraining gelegt, beziehungsweise auf die Zeiten, die auch im Schwimmtraining geschoben worden sind. Also es war ja wichtig, dass man immer gut im Training war, beziehungsweise halt die Zeiten mussten schon stimmen. Und da haben wir so leider das Krafttraining immer ein bisschen hinten rückfallen lassen, weil wir halt, also wir Sportler, natürlich mussten wir das Krafttraining machen, aber wir haben halt dann immer ein bisschen weniger Gewichte genommen, dass wir halt dann
mehr Energie haben und mehr Kraft haben, gut zu schwimmen wenigstens. ja, genau. Und hier ist es ein bisschen anders. Also es wird sehr viel Wert auf Krafttraining gelegt und Stabi und keine Ahnung. Also wir machen sehr, sehr viel an Land auch. Und dadurch ist die Muskulatur halt so kaputt, dass man überhaupt nicht schnell schwimmen kann. Also das musste ich mich auch erstmal umstellen, weil ich so langsam geworden bin im Training und das war ich wirklich nicht gewohnt. Ich war sehr, sehr, sehr schnell daheim. Okay. Ich war im Training, ich bin wirklich schnelle Zeiten geschwommen. Ich bin teilweise bei den Jungs mehr oder weniger mitgeschwommen und hier halt komplett überhaupt nicht mehr, weil die Muskulatur halt die ganze Zeit ein bisschen, ja, kaputt ist. Man hat immer Schmerzen vom Krafttraining mehr oder weniger und da kann man halt einfach nicht so schnell schwimmen und dann wird halt auf den Wettkampf getapert und dann ist man halt fit, aber es wird hier nicht Wert drauf gelegt, dass man Bestzeit im Training zum Beispiel schwimmt. Also das ist so der größte Unterschied eigentlich, ja. Okay, das ist sehr spannend. Und kannst du das irgendwie so festmachen, so ein Verhältnis, wie viel Athletiktraining ihr da macht so in der Woche zum Schwimmtraining? Naja, also Schwimmtraining bleibt mehr oder weniger gleich. Wir schwimmen so 70, 75 Kilometer eigentlich jede Woche, vielleicht teilweise 80. Aber daheim zum Beispiel sind wir mehr geschwommen. Wir hatten teilweise auch 100 Kilometer Wochen. Aber hier zum Beispiel der Kraulanteil viel höher. Also wir schwimmen 95% Kraul. Und daheim hatten wir halt auch mal, keine Ahnung, ein bisschen Lagen, ein bisschen Beine, Rücken, keine Ahnung, sowas halt. Und hier ist es eigentlich 95% Kraul. Oh, das ist so ein großer Unterschied. Und macht dir das auch mehr Spaß so, so wie es hier oder wie es in Italien gelebt wird? Oder ist es eher so der Erfolg, dass dir wichtig ist, dass es erfolgreich ist, das Training? Ja, also natürlich zählt im Prinzip der Wettkampf und wenn der gut ist, dann ist es in Ordnung, was wir trainieren. Aber Training an sich ist überall hart. Also man muss überall hart trainieren und man hat überall Schmerzen und man muss sich überall durchkämpfen. Also da ändert sich eigentlich nicht groß viel dran. Hier ist natürlich der Vorteil, dass man über die Hälfte des Jahres, man kann draußen an der Sonne trainieren. Das ist natürlich luxuriös, würde ich sagen. Aber im Prinzip muss man trotzdem seine Arbeit machen und ja, sich durchkämpfen durchs Training sozusagen. Und ja, und was auch unterschiedlich ist, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit hier mit Training. Also das ist in Deutschland ein bisschen anders, weil hier ist es nicht so mit Studium, Ausbildung, das ist hier so nicht. Also die sind ja in der Armee, Polizei, Sportgruppe halt irgendwie sowas und eigentlich so gut wie alle. Und sowas wie studieren ist hier eigentlich jetzt nicht so. Und dafür wäre auch überhaupt gar keine Zeit, weil wir von 8 Uhr, also wir fangen halt ein bisschen später an, 8.30 Uhr und dann sind wir halt bis 12 Uhr in der Schwimmhalle und dann geht es um 4 Uhr wieder weiter und sie kommen um 19.30 Uhr wieder nach Hause. Also wo soll da Zeit sein zum Studieren? Und daheim, wir hatten Schüler, wir hatten Studenten, wir hatten Schwimmer, die zur Arbeit gehen und da können wir ja nicht den ganzen Tag trainieren. Also da sind wir halt dann schon um 7 Uhr ins Wasser gesprungen und waren dann halt um 9.30 Uhr fertig und dann ist jeder halt zur Schule, zur Uni, zur Arbeit etc. Und dann sind wir wieder nachmittags zum Training gekommen. Also das ist halt hier, wir dehnen viel, dann aufwärmen mit dem Terraband und sowas wird hier halt alles noch viel gemacht. Ah ja, das ist auch spannend, genau. Wie viel Wert legt ihr so auf, so macht ihr so Yoga, Pilates oder ist es eher so das klassische Dehnen nach dem Yoga, Pilates eigentlich gar nicht. Wir machen immer vor jedem Training, vor Vormittags- und Nachmittagstraining mit dem Terraband Übungen für die Schulter. Und eigentlich sollen wir uns auch dehnen nach dem Training. Das ist gerade so in den letzten Wochen ein bisschen steigend. Ja. Aber wird auch sehr viel Wert drauf gelegt tatsächlich. Ja. Und dass man sich halt ein bisschen dehnt. Und ja. Und wir haben auch immer 8 bis 12 Übungen vorher zum Aufwärmen, Stabi oder wie heißt es? Dynamisches Dehnen oder? Nee, so, keine Ahnung, Schulterblätter. Ach, Mobility so. Stabi, Mobility. Mobilität, genau. Und oder halt, ja, kommt drauf an, was danach im Wasser ist, aber auch vor jeder Trainingseinheit. Ja. Ja, was ich mir auch gefragt habe, ich erlebe dich ja jetzt hier so als aufgeschlossener Mensch, der auch einfach freudig ist, so an vielen Sachen, glaube ich, kennenzulernen. Die Deutschen sind ja tendenziell eher so ein bisschen introvertierter oder ein bisschen zurückhaltender. War für dich das eine Umstellung in Italien dann? Ist ja schon ein anderes Temperament, so einfach auch zu Deutschland.
Also ich würde sagen, dass ich eigentlich schon immer ein sehr, sehr positiver Mensch bin und auch ein sehr offener Mensch. Ich kann mich auch gut anpassen an Leute sozusagen. Und deswegen, mir gefällt es super gut in Italien. Also die Leute sind super witzig, emotional und offen, auch ein bisschen lauter, aber ich glaube, ich bin ja, also ich hatte ja schon eine Trainingsgruppe, die sehr, also ja, wie sage ich das jetzt? Im Sport ist man ja auch emotional und offen und keine Ahnung. Das ist ja, ich bin jetzt, ich komme jetzt nicht von der Arbeitswelt zu, keine Ahnung, was anderem. Also ich bin ja im Sport geblieben und es sind ja trotzdem immer noch die gleichen Menschen, die mich umgeben und die gleichen Leute, mehr oder weniger. Und was mir halt wichtig war, dass die Gruppe wie eine Familie sozusagen ist, weil ich es halt von daheim gewohnt bin, dass wir wie eine Familie sind und das sozusagen mein Zuhause ist und die Trainingsgruppe, ja, dadurch, man sieht sich halt auch den ganzen Tag und wenn man nicht zurechtkommt oder das halt nicht so, keine Ahnung, familiär oder spaßig ist, dann wäre das halt für mich zum Beispiel nichts. Und hier ist halt die Gruppe genauso, wie es immer gewohnt war, sehr familiär, sehr witzig und deswegen, ja, bin ich immer noch hier. Und wusstest du vorher schon, wie die Gruppe aussieht oder war das eher so gut Glück, dass du es da probiert hast und dann gemerkt hast, ach, zum Glück sind sie alle cool drauf? Nee, also das war ja auch wieder das war auch eine Reihe von Zufällen eigentlich, dass ich hier bin. Okay. Jetzt erzähle ich es mal. Vor den Olympischen Spielen wurden alle Weltcups abgesagt, wegen Corona und konnte alles nicht organisiert werden, bla bla bla. Und ich brauchte halt noch ein paar Rennen vor den Olympischen Spielen, weil ich ein Jahr keine Rennen hatte. Ich hatte noch nicht so viel Erfahrung im Freiwasser und brauchte halt noch ein bisschen was. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, komm, schreiben wir die Nationen an und fragen, ob ich bei den nationalen Meisterschaften teilnehmen kann, weil da das Niveau eigentlich auch immer ganz gut ist. Und dann habe ich Italien und Frankreich angeschrieben und hätte dann noch Spanien angeschrieben, weil das eigentlich so die besten nationalen Meisterschaften sind. Und Frankreich hat gesagt, nee, geht nicht wegen Corona, können sie halt keine Ausländer nehmen. Und Italien hat gesagt, klar, komm, wir freuen uns, dass du kommst, dass du fragst, bist immer willkommen, bla bla bla. Dann war die Europameisterschaft. Dann habe ich gefragt, ob alles klappt mit den Meldungen etc., ob wirklich alles passt. Und dann habe ich mit dem Trainer gesprochen und der meinte, dass sie auch an dem Ort trainieren. Wegen Corona sind sie gerade nicht in Rom, sondern an dem Ort, wo die Meisterschaften stattfinden. Und da gehen sie zweimal die Woche ins Meer und trainieren da halt auch noch zusätzlich. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich hatte sowieso ein Jahr lang keine Sonne gesehen, weil wir immer drin trainieren. Und Corona konnten wir ja nicht raus, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, komm, gehe ich halt mal 2 Wochen vorher, vor den Meisterschaften dorthin, dass ich noch mehr Einheiten habe und noch mal ein bisschen mehr das Ganze trainieren kann. Und trainiere halt einfach bei denen mit. Es war auch was komplett Neues, weil ich einen komplett neuen Trainingsplan gemacht habe, ein paar Monaten vor den Olympischen Spielen. Aber ich dachte, ist gut, wenn ich mal auch in die Sonne komme und ein bisschen Frische sozusagen erlebe. Und dann hat es mir halt super gut gefallen und ich kannte eigentlich davor nur den Gregorio Paltrinieri, also den Olympiasieger, und durch den habe ich halt auch so den Kontakt dann hergestellt und ansonsten kannte ich aber niemanden, also nur ihn, und dann halt den Trainer habe ich bei den Europameisterschaften kennengelernt und dann war das eigentlich eine super coole Trainingsgruppe, mir hat es mega Spaß gemacht und dann meinte der Trainer auch, wenn du magst, kannst du nächstes Jahr wiederkommen oder kannst jederzeit für ein Trainingslager oder so, cool, wenn du magst, kommen. Ja, ich bin auch ein offener und sehr humorvoller Mensch und deswegen habe ich auch irgendwie gut in die Kriegsgruppe reingepasst. Und dann habe ich gesagt, gut, nach den Olympischen Spielen mache ich mal so ein Auslandsjahr. Sowas haben ja viele in der Schule schon gemacht oder in der Uni, so ein Auslandssemester, und ich habe sowas nie gemacht. Ich bin zum Beispiel, mich wurde auch mal ein paar Mal gefragt, warum ich nicht in die USA gehe, und da ein Stipendium würde ich doch bekommen. Und das wollte ich aber nie, weil ich daheim alles hatte, was ich brauchte und sehr zufrieden war. Und deswegen habe ich sowas nie gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn man mal die Chance hat, so ein Auslandsjahr sozusagen in Italien zu machen, haben alle gesagt, mach das unbedingt. Alle, die das schon gemacht haben, haben gesagt, es war das beste Jahr des Lebens, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, komm, gehe ich aus der Komfortzone raus, aus meiner geliebten Umgebung und mach das einfach mal. Dann hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich noch da. Ja, auf unbestimmte Zeit sozusagen. Ist es dann WG-Leben eigentlich? Lebt ihr dann auch in der WG? Letztes Jahr waren wir
oder das gibt so ein, wie so ein Bundesstützpunkt, wie so ein Center ist es halt, wo alles, der Pool ist dort, du isst dort oder das Restaurant ist gegenüber an der Straße am Strand und da habe ich gelebt in diesem, ja, jeder hatte da sein Zimmer. Jetzt habe ich aber ein Apartment, weil wir viel, viel mehr geworden sind jetzt und sich halt paar ein Apartment genommen haben. Ich habe dann ein Auto von Deutschland mitgenommen, beziehungsweise habe ein billiges Auto gekauft, bin hierher gefahren, dass ich halt jetzt ein bisschen mobiler bin und das ist dann nochmal ein anderes Leben. Also wenn man, keine Ahnung, man geht zum Training und danach kann man aber halt machen, was man möchte und dann kann man halt jetzt auch neben dem Schwimmen anfangen sozusagen. Und das war mir dann auch irgendwie wichtig, dass wenn ich schon mal in einem fremden Land bin, dass ich dann halt auch das Ganze nutze und neue Leute kennenlernen etc. und kleines Netzwerk aufbau etc. und halt, ja, schön. Ja. Was mich aber auch nochmal sehr interessieren würde, Leonie, und zwar, du hast ja gerade schon angesprochen, in Italien sind dann die Leute, bist in der Armee oder bei der Polizei, glaube ich auch, ist ja auch beim Deutschland auch so. Ist es dann besser, also immer besser ist mal blöd ausgedrückt, aber ist es dann irgendwie, unterstützt das System mehr die Schwimmerinnen und Schwimmer in Italien als in Deutschland? Auf jeden Fall. Also es ist tatsächlich nicht wie in Deutschland, weil in Deutschland, um in die Bundeswehr zum Beispiel zu kommen, ist es viel, viel schwerer. Es gibt nur wenige Plätze jedes Jahr. Und aber hier in Italien ist es wirklich, dass eigentlich so gut wie jeder irgendwann in die Armee oder halt in diese Sportgruppe kommt und dadurch halt auch was verdient. Und in Deutschland, wenn du halt jetzt nicht gerade, keine Ahnung, selbst wenn du Olympiasieger oder, ja okay, Olympiasieger, jetzt ist ein anderes Level, aber ich muss jetzt auch schauen, wie ich um die Runden komme und ich bin jetzt auch Weltmeisterin geworden, Obermeisterin und also ich werde gut von der Deutschen Sporthilfe unterstützt, A-Kaderathleten beziehungsweise Olympiakaderathleten bekommen was, dann gibt es Perspektivkader, die bekommen auch ein bisschen was, dann habe ich jetzt das Deutsche Bankstipendium zusätzlich und ein paar Sponsoren, ja, es wird jetzt auch ein bisschen besser, ich habe mein Instagram ein bisschen aufgebaut und da kommt schon auch ein bisschen was rein, aber ohne das nichts, also heutzutage geht es ohne Social Media und sowas, wenn man sich nicht ordentlich verkauft und halt präsentiert und sich da halt ein bisschen vermarktet, wüsste ich jetzt nicht, woher ich mein Geld verdienen würde, weil die Leute nicht auf dich zukommen und sagen, hey, ich hab in der Zeitung gelesen, du bist Weltmeisterin geworden, ich würde dich gerne sponsern. Also so ist es nicht. da ist Schwimmen tatsächlich noch zu, ich würde nicht sagen unbekannt, aber halt uninteressant vielleicht. Und ja, wenn man dann auf einmal Follower hat, sieht es dann wieder ganz anders aus. Ist tatsächlich sehr traurig, weil heutzutage interessiert niemanden, wer du bist, was du machst oder sonst was. Hauptsache, du hast Follower. Aber ist halt nun mal die Welt heute so. Und mir macht es auch Spaß, immer ein bisschen was zu posten. Und ich bin auch eigentlich ziemlich kreativ. Und ich habe ja auch Medienkommunikation studiert. Und mir macht es auch Spaß, das so ein bisschen aufzubauen und Videos zu erstellen etc. Aber wenn die Zeit bleibt zwischendurch. Ja, es ist auch tatsächlich sehr zeitaufwendig. Deswegen, alles gut. Und also mal so ein kleines Gedankenspiel. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, in der heutigen Zeit so Profi- oder Berufssportlerin zu sein oder Schwimmerin zu sein, wo Social Media dazu einfach gehört, oder halt vielleicht auch in der früheren Zeit, wo vielleicht nur das reine Leistungskriterium gezählt hat, wo würdest du lieber eigentlich sein, sozusagen? Ist schwierig zu sagen. Heutzutage kann man es nicht mehr anders machen. Man muss es so machen. Oder ja, wenn man halt sich ein bisschen verwagen möchte, wenn man das gar nicht möchte und die finanziellen Mittel hat und seinen Sport machen kann, ohne irgendwas anderes nebenbei zu machen, ist es vollkommen okay und auch gut so. Aber es bleibt eigentlich auch gar keine andere Wahl. Und was ich mir jetzt halt so gedacht habe, ist, dass wenn ich irgendwann aufhöre und halt nicht irgendwie mir ein bisschen was beiseite gelegt habe oder halt ein bisschen irgendwo einen Fuß überall in die Tür gesetzt habe, dann höre ich auf und muss halt ganz normal irgendwie ein komplett neues Leben anfangen und kann die letzten 15 Jahre meines Lebens überhaupt nicht nutzen. Also die letzten 15 Jahre Training, Leiden, Schweiß etc. Es ist jetzt nicht immer nur schöne Zeiten. Also Klar. Man gewinnt die Medaille ein paar Mal im Jahr, aber man die harte Arbeit dahinter sieht ja jetzt auch nicht vielleicht jeder. Also ich bin auch 6 Stunden am Tag am Trainieren. Alles wird darum gelegt. Also es ist sehr, sehr, sehr viele harte Arbeit und
diese ganze harte Arbeit die letzten 15 Jahre, und ich mache diesen Sport jetzt schon seit, also auf diesem Niveau seit 12 Jahren, und keine Ahnung, wie viele Jahre früher ich schon angefangen habe mit Schwimmen, aber das ist schon eine lange Zeit, und wenn ich diese Zeit halt überhaupt nicht nutzen kann für meine Zukunft, das möchte ich halt nicht. Deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ich fange jetzt an, Instagram zu machen, und habe mir das dann nach der WM 2019 runtergeladen, weil ich das davor irgendwann gelöscht hatte, vor ein paar Jahren davor, weil ich mir gedacht habe, ich verbringe damit so viel Zeit. Ich habe damit so viel Zeit verbracht, dass ich gesagt habe, ich möchte es jetzt nicht mehr. Und dann habe ich aber an irgendeinem Punkt festgestellt, okay, geht nicht anders. Und dann habe ich das halt jetzt, ja, im letzten Jahr eigentlich habe ich viel Effort, ja, was heißt Effort auf Englisch, auf Deutsch? Ich spreche eigentlich nur noch Englisch. Aufwand, genau. Man denkt dann auch in Englisch, nicht? Das ist mir auch aufgefallen, als ich mal ein halbes Jahr in Neuseeland war, dass man dann, dass einem die deutschen Wörter fehlen. So. Oh Gott, verrückt. Die denken bestimmt, ich bin voll blöd. Das geht so schnell. Ja. Nee, auf jeden Fall habe ich da viel Aufwand reingesteckt und bin ein bisschen kreativ geworden und baue mir das jetzt gerade so ein bisschen auf. Aber ich möchte halt, wie gesagt, wenn ich irgendwann aufhöre, beziehungsweise ich möchte aufhören, wann ich möchte und nicht irgendwann, wenn ich muss. Und und dann möchte ich halt Türen offen haben, um zu entscheiden, was ich machen möchte. Und ich möchte machen, was ich machen möchte sozusagen und nicht gezwungen sein, irgendwas, keine Ahnung, zu machen, was ich vielleicht gar nicht möchte. Leonie, ich habe noch zum Schluss gleich drei schnelle Fragen, die tatsächlich auch gar nicht von mir kommen. Aber eins würde ich noch gerne wissen, weil wir gerade bei Instagram waren. Du hast deine Masterarbeit über Body Positivity geschrieben. Das tauchte hier und da mal so ein bisschen auf, aber mehr war darüber nicht zu lesen. Magst du vielleicht dazu was erzählen ein bisschen? Ja, also ich habe meine Masterarbeit über Body Positivity auf Instagram geschrieben. Und ja, das Thema habe ich eigentlich zusammen mit meinem Dozenten ausgesucht, beziehungsweise ich war offen für ein Thema, aber mein Dozenten hat dieses Thema zum Beispiel sehr gut gefallen. Und genau, dann habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben. Also was waren da so die Punkte dabei? Also ich meine, wir hatten ja jetzt schon ein paar Sportlerinnen hier dabei und da war das tatsächlich auch hier und da mal das Thema, wo sich auch gerade so die Jüngeren interessanterweise auch schon dafür einsetzen, die eine bloggt zum Beispiel auch so ein bisschen darüber, dass man da auch einfach selbstbewusst ist. Was waren da so die Punkte bei der Arbeit? Würde mich einfach mal so interessieren. Ich habe zum Beispiel eine Skala gemacht, welche Körper man schön findet, also welche Körperformen man ästhetisch findet. Und da war zum Beispiel von ganz dünn und groß bis bisschen dicker und vielleicht kleiner. Und das waren 10 verschiedene Körperformen. Und dann, also man musste die anklicken, danach hat man einen Beitrag gesehen über Body Positivity, also 5 Posts zum Beispiel, die habe ich dann erstellt und mit Bildern irgendwie halt zusammengeschnippelt und halt einen Text dazu gefügt, liebe dich wie du bist, etc. und sowas. Und danach hat man nochmal die Skala angekreuzt, wie viele Körperformen man schön findet. Und die Kontrollgruppe hat halt dann irgendwelche Innenarchitektur gesehen, also hat nichts mit Body Positivity zu tun gehabt. Und die Personen, die die Body Positivity Beiträge gesehen haben, haben tatsächlich danach mehr Körperformen angekreuzt als davor. Sie haben mehr Körperformen als schön empfunden als davor. Und dann habe ich das Ganze, das war eigentlich so das Hauptthema, verglichen, wenn man Body-Positivity-Beiträge sieht, ob man danach auch mehr Akzeptanz zum Beispiel zu Flüchtlingen, zu Frauen etc. hat. Da hatte ich auch ganz viele Skalen und dann auch mit Vorher und Nachher verglichen. Und ja, es war eigentlich sehr, sehr komplex, was ich da gemacht habe. Also wenn irgendjemand das mal lesen möchte, soll sich bei mir melden. Gebe ich gerne weiter, wenn sich da jemand melden sollte, dann leite ich das weiter an dich. Es ist ja dann oft so, doch, dass man so meistens ja sowas sieht und dann aber auch, also erwische ich mich oft, wenn man so eher so wichtige Sachen, diebe Sachen liest, dass man dann doch einfach schnell wieder weiterwischt und nicht im Alltag des schnelllebigen Instagram-Feeds, so, das ist ja auch einfach die Wahrheit leider. Ja. Gut, dass es trotzdem sowas gibt, also dass du das gemacht hast auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, Leonie, es ist jetzt kurz nach 9:30. Ich glaube, es war auch ein langer Tag für dich. Ich habe noch 3 Abschlussfragen. Ja. Und zwar ich weiß nicht, kennst du den Matze Hilscher zufällig?
Ist der Name schon mal begegnet? Ist dir noch nicht begegnet? Sagt mir gerade nichts. Der hat nämlich einen sehr großen Podcast, den Hotel Matze Podcast. Und ich war auch tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal bei einem Live-Podcast-Event in Berlin. War auch tatsächlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Also waren auch echt, es war ein ganzer Kinosaal voll halt, einfach so für so einen Live-Podcast. Mhm. Und dieser Matze Hischer hat so 100 Fragen rausgebracht, so in so Karten. Okay, und die hast du jetzt hier. Genau, und ich habe mir mal so drei rausgesucht. Die Fragen weiß ich selber jetzt gar nicht mehr so. Das sind einmal gestern, einmal heute und einmal Zukunft. Okay. Und die würde ich jetzt einfach mal stellen. Okay, alles klar. Bin gespannt. Also, wir haben einmal hier die Gestern-Frage. Welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren, den du bekommen hast? So, wer begleitet dich sozusagen schon sehr lange? Wer Positives denkt, dem wird Positives widerfahren. Also positiv denken, das ist eigentlich auch mein Motto. Und positiv denken ist immer besser als negativ denken. 100% unterschrieben, finde ich sehr gut. Lassen wir so stehen. Dann die Frage zum Jetzt sozusagen. Was machst du komplizierter, als es eigentlich sein müsste? Meine Mails, beziehungsweise alles, was ich neben dem Schwimmen so machen muss oder auch darf für, keine Ahnung, ja, so Papierkram halt. Ich schiebe das immer so vor mir her und im Endeffekt dauert es eigentlich nur 20 Sekunden, aber ich schiebe es wochenlang vor mir her, weil ich keine Lust habe und auch keine Energie. Ja, das müsste ich besser machen. Steuerkram auch so, nee, ja, du bist ja quasi alles selbstständig eigentlich, nicht? Ja. Das mache ich alles komplizierter, als es ist, weil ich es eigentlich einfach, wenn ich eine Mail bekomme, soll ich sie einfach direkt beantworten und dann ist es fertig. Aber ich schiebe es halt irgendwie vor mir her. Ja. Da muss ich auch noch an mir arbeiten, stelle ich fest. Okay. und die letzte Frage, das ist quasi jetzt in die Zukunft sozusagen gerichtet. Worauf könntest du in Zukunft verzichten? Auf vieles. Mhm. Ich habe festgestellt, dass man nicht viel braucht. Also ich zum Beispiel jetzt das letzte Jahr habe ich aus zwei Koffern gelebt und mein Lebensstandard ist ziemlich gering geworden. Deswegen. Das ist befreiend, oder? Ja. Also man kann auf ziemlich viel verzichten, tatsächlich. Okay. Ich würde sagen, das lassen wir so stehen und machen hier einen Schlussstrich. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit, für die Zeit jetzt hier auch nach deinen zwei Trainingssessions und fand ich sehr spannend. Ich glaube auch, dass, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt in der E-Mail, glaube ich, dass viele sich tatsächlich Leonie Beck gewünscht haben als Gast sozusagen. Ja, ich hoffe, ich habe dich enttäuscht. Ohne Witz jetzt so. Ich hatte mal eine Umfrage. Nein, absolut nicht. Ich hatte eine Instagram-Umfrage gemacht. Und ich wollte so ein bisschen einfach was Neues reinbringen, halt auch so die Einzeldisziplin vielleicht. Genau, und da kam ein paar Mal auf jeden Fall, oder am öftesten sozusagen auch dein Name. Und here we are. Ja, cool. Liebe Grüße an alle, die mich gewählt haben oder vorgeschlagen haben. Nee, ich habe zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch ein bisschen informativ und nehmt mir nicht übel, es ist 9:30 und ich hatte tatsächlich einen langen Tag. Also wenn das ein oder andere Mal ein kleiner Fehler drin war oder was weiß ich. Alles gut, ich glaube, da nimmt dir gar keiner was übel. Das ist vollkommen verständlich. Es ist eher ehrenhaft sozusagen von dir, dass du dir die Zeit nimmst. Zu so später Stunde. Ja, es wurde gut spät und ich muss zugeben, ich habe mich zum Schluss des Gesprächs auch schon leicht schlecht gefühlt, weil es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, Leonie fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist halt auch echt ein langer Trainingstag, der da immer hinter einem ist. Wir haben die Aufnahme 8:30 abends gemacht und da hat sie halt dann einen normalen Trainingstag schon in den Beinen beziehungsweise in den Armen. Das bedeutet also zweimal mehrere Stunden Training, hartes Training und dann kommt man nach Hause und will erstmal in Ruhe essen und dann will dann auch noch so eine Podcast-Flitzpiepe zig Fragen stellen. Also es kann ja auch nicht sein. Ich hoffe auf jeden Fall, es war spannend für dich. Ich fand es mega interessant, gerade wenn es so um die Storys rund um Trainingsphilosophie und das Mindset ging. Und apropos Training, wenn du genau so trainieren möchtest wie Leonie, beziehungsweise da ihr Expertenwissen
beziehungsweise da von ihrem Expertenwissen profitieren möchtest, gerade was so die Trainingsplanung betrifft, dann schreib sie gerne einfach mal an, beziehungsweise schau mal auf ihrer Website, da sie auch ein Coaching anbietet und du hier passgenaue Trainingspläne bekommst, wenn du das möchtest. Last but not least möchte ich dich noch auf mein Content Creator Dasein, wie man heute so schön sagt, auf der Plattform Steady aufmerksam machen. Worum geht's da? Also es ist ja so, dass gerade auch sehr, sehr viel kostenloser Content im Internet ist ja einfach, man sich reinziehen kann, sowohl visuell als auch auditiv. Ja, und das ist halt, das hat sich so ein bisschen eingebürgert und das ist auch richtig cool, dass es sehr, sehr viel kostenlosen Content gibt. Nichtsdestotrotz wäre es halt auch sehr, sehr cool, wenn Leute, die da halt sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, dann auch irgendwie supported werden können. Und Steady hat jetzt hier die Möglichkeit, dass man hier als Content Creator, der ich dann wahrscheinlich auch bin, sozusagen die Möglichkeit gibt, dass die Community das unterstützen kann, aber eben nicht werbefinanziert, sondern durch so kleine Mini-Abos. Das heißt also, du kannst, wenn du möchtest, einen kleinen monatlichen Betrag zahlen und sozusagen damit 1:1 den Podcast hier unterstützen und bekommst dann auch noch kleine Benefits dazu sozusagen. Schau da gerne mal rein. Ich habe den Link natürlich auch in der Shownotes. Kannst es dir schon denken. Und ja, das wollte ich auch nochmal kurz mitgeben. Und dann würde ich sagen, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis Staffel 2 im November losgeht. Und ja, du kennst das Spiel. Alle Infos zu den Gästen und dem genauen Starttermin gibt es natürlich wie immer auf Instagram. Wattislos_podcast. Und ja, ich habe jetzt eigentlich... Nee, das war's eigentlich, würde ich sagen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ciao, ciao.